Zeit für Runde 1. Ja, mit einer geilen Hand. Wir sind on the draw, Gegner Mulligan, der Blaster Mage. Und ja, die Hand, also gut, der Burst of Strength sieht jetzt vielleicht noch nicht so toll aus, aber also die, das ist ja das perfekte Mana, ne? Also ja. Guildgate into Promenade into 3-Drop. Das sollte ja auch erstmal alles stoppen, was unser Gegner so vorhat. Wo man die ersten zwei Turns nicht gemacht hat, ist ja klar, dass das... Ja gut, aber ich meine, selbst wenn er jetzt 2-Drop, 3-Drop macht, sind wir ja nicht wirklich langsam, obwohl unser Mana gefixt ist. Das meinte ich. Ist ja auch ein ganz netter 3-Drop. Ja, und dir +1/+1 geben ist auch ziemlich cool. Das ist witzig hier, whenever Renegade Crisis evolves, also es muss dann der Evolve-Trigger sein, richtig. Und es darf nicht darf nicht durch eine andere +1/+1 Marke sein. Es sieht fast so aus, als hätte da jemand eventuell eine einfarbige Hand, ne? Das ist ja, also da wache ich ja nachts auf, ne, wenn einfarbige Hände in diesem Limited-Format sind einfach der Albtraum. Meinst du einfarbige Länder oder einfarbige? Hände mit nur einer Farbe. Als Land oder als Draws? Also wovon redest du? Nee, nur als Länder, so wie wir es jetzt gerade hier sehen. Schrecklich. So, der Simiklusser macht ja einfach gar nichts, ne? Nee, wir nehmen erstmal die Crisis und dann schauen wir weiter. Die evolvt natürlich nicht. So schnell. Je früher sie da ist, desto schneller evolvt sie trotzdem, ne? Ja. Das Einzige, was man halt bedenken müsste, wäre, ob man sie halt abtauscht und ob man hier gerade einen Counter riskiert. Aber bisher sieht es ja alles ganz locker aus. So, jetzt kommt sogar fast schon das auf, was wir eben gesagt haben. Also wenn wir dem Beetleform Mage noch eine Burst of Strength Marke geben und dann das Mana für Leyline Phantom ziehen, dann haben wir diese Synergie hier, dass wir eine Doppelmarke kriegen. Ja. Tatsächlich wird man es aber, glaube ich, trotzdem nicht machen, End of Turn. Ich glaube auch nicht. Also weil es einfach nicht nötig ist. Ist ja jetzt so langsam der Zeitpunkt, wo unser Gegner mal was anderes legen müsste. Ja, wir haben jetzt... Man hätte es dem Clues doch legen können. Ja, Hast du denn keine Lust drauf gehabt? Ich hatte ein bisschen Angst so vor Totally Lost. Also ich wollte jetzt einfach gar nichts machen. Aber hast du mehr Clues, dann legst du jetzt. Ja, genau. Aber erstmal wollte ich halt den Damage machen. Ja. Und dann was legen. Also wenn er sonst halt irgendwie einen Bounce hat oder so, dann hat man, glaube ich, ein bisschen mehr aufgegeben, als nötig ist. Ich dachte aber auch, wir sind so weit vorne, dass man sich das sparen kann. Sie hat gepumpt, aber... Ja, gut. Ist wahrscheinlich auch gegen 5 Inseln. Ich weiß nicht genau. Es gibt ja dann keine Flash-Kreaturen. Die Flash-Kreatur kostet ja 6, glaube ich. Die einzige, die es gibt. Es gibt zwei. Es gibt das Meervolk, 4-2. Ja gut, das niemand, ich meinte den 3-4 Flieger. Und es gibt den 3-4 Flieger für 6. Ja, da hat unser Deck super performt und seins gar nicht. Sollen wir, weil er blau ist, vielleicht Archweaver reinboarden? Statt dem Biermod? Ja. Kann man machen. Trestletroll kann man dann auch statt Scorpion oder sowas. Ja, der greift halt nicht an, ne? Nö. Weil wir wissen halt nicht, wogegen wir wirklich unterwegs sind. Den magst du nicht so. Ist halt so eine Sache. Also wir wissen, dass er blau ist, ne? Ja. Das heißt, eine Boden-Death-Touch-Kreatur ist eigentlich schon das Schlechteste gegen blau, oder? Ja. Ja, machen wir das doch einfach mal. Zack. Boden gegen 5 Inseln, das ist doch auch cool. 2 Karten direkt mal geswitcht. Vielleicht hat er ja Hoverbarrier. Jetzt den Roadsplash für Clear Paths. Super greedy. Tower Defense auch so gut. Ja, die Hand ist schon ein bisschen langsamer, ne? Ja, und wir haben nicht Doppelgrün, was einfach so ein Riesenproblem ist. Ja, aber ich würde das sofort halten. Ja. Ich meine, wir haben unser Off-Color Guildgate. Und das Grüne ist ja hier. Wir müssen es halt. Ja, wir brauchen immer noch ein zweites. Ja, gut, aber unsere Länder sind ja größtenteils passend dann von der Farbe. Ja, Judges Familiar finde ich gut, die Karte. Okay, wir spielen also gegen Blau-Rot. Der Trestletroll ist jetzt auch schon eine... Uiuiui. Vielleicht hat er Combo gedraftet. Das sieht jetzt nicht so stark aus, oder? Die Combo. Das geht noch. Ein Land ziehen von uns ist aber schon nötig. Mhm. Das war keins. Nee. Wir haben auch leider die Tower Defense nicht, ne? Nee, auch nicht. Wir haben irgendwie noch gar nicht so viel. Und er hat zwar
nicht die besten Karten ausgespielt, aber wenn er jetzt hier auskauft, dann verlieren wir auch vielleicht, ne? Ja, klar. Und den Simic Rooster könnte er countern. Aber nicht mit dem Familiar. Ach, ist ja, stimmt. Ich dachte, es wäre nur Non-Creature. Aber Irrtum. Ach, Enchantment auch nicht. Das ist ja schon mal beruhigend. Da kann er ja fast gar nichts countern bei uns. Okay. Ja, das ist verloren, das Spiel. Ich würde... Ach, du musst schon abwerfen, ne? Ja. Ja. Ich würde nicht die Blessing zeigen wollen. Mhm. Und... Da kann ich eigentlich so Leyland... Nee, Crisis kann ich eigentlich... Ah, nee, das blockt ganz gut. Ja. Ich würde also halt vielleicht... Ich würde halt den Zephyr-Deck vielleicht behalten, weil ein Flieger hat noch so die Chance, vielleicht was zu machen. Ich glaube, man kann, so komisch das klingt, den Cluestone wegschmeißen, weil wir eh nicht gewinnen, wenn wir den spielen müssen. Ja, können wir machen. Und den kennt er schon. Nicht zu viel Informationen weitergeben. Ja, ich sehe ja nicht so mega Chancen mehr. Aber ja, wenn wir gewinnen, dann eigentlich doch nur, wenn wir jetzt Forest ziehen. Wenn wir noch ein grünes ziehen, fällt das ab, oder? Das ist doch... Nee, ist genau drei. Oder weniger. Das heißt, wir nehmen jetzt 5 und die Lower Crew. Ja. Also effektiv gehen wir auf 10. Ja, wir können ja mal gucken. Wenn wir Forest ziehen, ist es ja noch nicht ganz so schlecht. Mit beliebigen Land war es ein bisschen greedy, den Clues dann abzuwerfen. Ja gut, jetzt können wir es aber aufgeben. Aber war die Hand denn zu gierig? Ich finde, also ich meine, wenn man Land zieht, dann kann man halt den Cluestone casten. Und ja, dann kommt der Rest auch. Vielleicht passiert sowas einfach manchmal. Die Lower Crew ist ein Problem für uns, ne? Ist nicht so die Karte, die wir gut besiegen können. Die war schon immer so gut, ne? Ich finde, unser Boarding war gut. Ja. Ich würde es wieder so versuchen. Ja, ab dafür. Und ich würde auch Play First machen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist doch wieder... Also unser Mana ist nicht schlecht. Das kann man wirklich nicht sagen. Wir haben jetzt keine zwei Grünen, okay, aber... wir haben unseren Golgari-Draw. Und wir werden direkt Runde 1 Beatdown, ne? Um dann Defender zu legen. Das wird super. Ja gut, aber der Slinderhead ist doch jetzt mal richtig gut, oder? Wenn wir den Gorgon schon gezogen haben. Ja. Und gegen seinen Deck, ich meine, er hat doch diesen Typen, der untappt und so. Wie gut ist eigentlich Gorgon mit Burst of Strength? Das ist alles so synergetisch, das ist schon fast constructed hier, Simon. Ich muss den Burst of Strength offen halten. Du hast F6 oder wie? Ich hatte zuerst F6 und dann habe ich es rückgängig gemacht. Ich verstehe. Ja. Wobei, also der Zweizeit Death Toucher wäre jetzt auch richtig gut. Ja. Weil der Trestle Tor ja eigentlich gar nichts so wirklich macht. Hätte man den zurückhalten müssen wegen Evolve? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Na gut, wenn man den eh noch nicht casten kann. Ja, dann machen wir nichts. Ne? Also ich könnte jetzt für 1 angreifen, aber... Das wird er wohl blocken, oder? Schauen wir mal. Ja. Ja gut, die eine Lobberkuh alleine wird uns ja hoffentlich nicht besiegen. Und wir haben auch schon den Reach-Blocker zur Verfügung. Oh, 1-5. Ja. Obwohl, 1-5 tauscht ja mit dem Trestle Tor ganz gut Deshalb ab. Gut, dass wir den geboardet haben. Ja. Das stimmt. Jetzt sehr gut, der 2-2 Death Toucher war ja auch gar nicht schlecht, aber Trestle Tor ist schon ganz solide. Junge, Junge. Brauchen nur das Grüne. Grüne, ja. Oh, das kann auch noch ein bisschen warten. Ja, den Gorgon muss man ja schon legen, oder? Ja, ja, klar. Aber man hat jetzt kein Interesse, den Slytherin sterben zu lassen, oder? Finde ich nicht. Das ist, aber also was mich ein bisschen stört, ist, dass wir vielleicht, wenn jetzt gleich der Trestle Troll weggetappt wird oder so, aber ist auch alles nicht schlimm. Selbst die beiden abzutauschen wär ja nicht super schlecht. Also Trestle Troll mit Flux Charger kann man ja tauschen. Ach so, ja, tauschen. Ich wollte nicht, du musst Regeneration nicht offen halten, das ist... Ja, das kann ich ja eh langfristig eigentlich nicht. Ja. Vor allem mit unseren Plänen quasi. Ja, der Plan ist ein grünes 10, ne? Der Hauptplan ist ein grünes 10, ja. Ah, das krass. Ist interessant, dass es auf dem kommt. Also das wird getappt und kann aber auch und enttappt nicht. Wir können aber zum Beispiel den Burst of Strength drauf machen. Dann ist das Runner's Bane immer noch drauf. Muss ich schon enttappt, ne? Genau. Und wenn der Slitherhead tot ist, dann
dann könnten wir sogar das Runner's Bane abwerfen, abfallen lassen. Was jetzt so richtig kacke ist, ist zum Beispiel das plus 1 plus 0 in First Strike, weil sich dann ein 5-2er macht und dann einfach nur unser Trestle Troll. Ja gut, wegen First Strike halt auch, ne? Auch noch wegen First Strike. Ja, das heißt, wir nehmen einfach einen Schaden hier. Wenn er einen Spell macht, ist er... Dann wastet er ja einen Spell. Ich meine, was soll es sein? Electricry auf Slitherhead oder so? Also da ist ja nichts Gefährliches eigentlich, was uns passieren kann, oder? Ich auch. Und dann haben wir, vielleicht nächste Runde haben wir dann einfach Burst of Strength und Gorgon offen, um den Blowout zu fabrizieren oder so. Oder einfach Regeneration offen. Also wir verlieren ja nur ein Leben pro Runde. Ja. Ach so, nee, aber den Gorgon kann man den benutzen? Mit Runner's Bane? Ich glaube schon. Ja, ist einfach nur getappt. Okay, gut. Manchmal sind die Can't Be Activated und so Kram. Ist natürlich möglich, dass unser Gegner hier einfach nur ein Damage forst, ne? Ja, das ist auch okay. Ja, es kann halt sein, dass er keinen Trick hat an der Stelle. Ja. Tower Drake. Plus das Weiße, was ziemlich relevant ist. Ja, es passt halt nicht so super mit dem Gorgon jetzt alles, ne? Also wir haben dann nicht das Mana noch offen. Du findest also besser, Burst of Strength und Dings offen zu haben und... Wir nehmen halt eins pro Runde, aber es kann natürlich gut sein, dass er irgendwie wieder mal was versucht hier mit seinem Flux Charger. Ja. Aber wir müssen unser Board auch entwickeln. Also ja. Ich finde Tower Drake legen schon wichtig. Ich auch. Dann lassen wir das Weiße offen und den Burst of Strength. Ich meine, wenn wir noch ein grünes ziehen, sind ja auch plötzlich alle unsere Kreaturen groß. Ja. Und das ist ja. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass wir Kreaturen im Spiel haben. Ein bisschen blöd ist, dass wir jetzt eigentlich immer noch den Trestle Troll nicht wirklich blocken wollen mit dem Trestle Troll. Aber dadurch, dass wir jetzt einen Flieger gezogen haben, ändert sich das ja auch wieder ein bisschen. Das relativiert das ja. Den zu verlieren sozusagen. Ja, ich glaube, dass man jetzt vielleicht einfach blockt dann. Schauen, was passiert. Ja, jetzt auf jeden Fall. 5 Mana, 4 Vierer. Da könnte man ja gleich den Ambush versuchen mit dem Burst of Strength. Ja, der ist ziemlich gut, der Ambush. Aber den muss man dann auch erst in seinem Attack machen. Den macht man ja, also das kann man ja nicht vorher machen. Ja, das ist nämlich ja, kein Ambush. Man riskiert ja schon ein bisschen was, aber ja. Muss man, glaube ich, einfach. Ja, das ist tatsächlich genau die Karte, die ich gerade gedacht habe, weil man dann eben nicht das Blessing spielen kann. Aber so verstecken wir quasi unsere Absichten, noch irgendwelche Tricks zu machen, so ja. Ein bisschen. Am besten für 3 Inseln gespielt. Genau, aber du würdest jetzt nicht den Renegade Crisis legen, oder? Ich glaube nicht, oder? Nächste Runde? Also nächste Runde Collective Blessing ist natürlich krass, ne? Was passiert denn hier? Andererseits, wenn wir jetzt gleich Burst of Strength auf Gorgon offen halten, dann ist eventuell schon sein ganzes Board einfach weg. Ja. Wir riskieren, ich weiß nicht, wo wir mehr riskieren halt. Wir sind auf 16, wir gehen auf 15, wir nehmen eigentlich fast keinen Schaden nächste Runde, weil wir ja auch zur Not einfach so ein bisschen jumpen können. Mit Slitherhead kann man halt auch den Thunderfist einfach blocken und man spielt einfach die Crisis. Ja, ist natürlich irgendwie auch blöd, weil Collective Blessing macht Slitherhead zum 4-4er. Ich finde es so besser. Einfach Go sagen? Einfach Go. Ich meine, er wird den Gorgon nur ziemlich unwahrscheinlich töten können, Instant Speed. Denke ich auch. Also, was kann passieren? Er kann ihn halt bouncen. Klar gibt es ein paar Karten, aber er wird vielleicht auch gar nicht angreifen, weil es nicht so gut ist gegen Regeneration jetzt vom Trestle Troll anzugreifen. Ja, also wir spielen es defensiv. Also, ja. Schwierig, oder? Also ich finde es überhaupt nicht eindeutig. Ja, aber ich hoffe, dass es einfach gewinnt jetzt gleich. Das Collective Blessing. Mhm. Das Collective Blessing zerstört das Runner's Bane ja auch, ne? Ja. Sunum Guild Mage. Der ist gut. Ändert der was? Noch nicht. Wenn Slitherhead schon tot wäre, könnte man den umbringen. Das war ja die Frage, ob wir den Slitherhead quasi in den Tod laufen lassen wollten oder nicht. Jetzt blocken wir mit Trestle Troll, ne? Ja, ich finde es ein bisschen... Weil wenn er einen Trick hat, kann man Burst of Strength und Gorgon machen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Towering Thunderfist nicht mit angreift. Ja, ich auch. Ist auch ein bisschen schwach von ihm gespielt, oder? Ich finde es auch komisch. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Burst of Strength. Ja. Ja, der will jetzt einfach resolven lassen hier. Sieht so aus.
Ja. Enttappen ist irgendwie überflüssig, aber... Ja, Enttappen macht schon auch Damage, wenn wir damit angreifen wollen. Willst du direkt... Ja. Also ein bisschen offensiv wollen wir ja auf jeden Fall werden. Also er enttappt halt bald sowieso, weil wir Collective Blessing spielen, deshalb dachte ich mir so... Ja, aber es sind eine Runde, die wir keine 5 Schaden machen, quasi. Dann 6. Was wir aber machen könnten, wäre den... Also das ist nur bis zum Ende des Zuges. Also das heißt, es bringt nichts, den Flux-Charge jetzt -1/-1 zu geben. Wie offensiv spielen wir das denn gleich? Das ist ja so eigentlich die Frage. Also der Slytherhead bleibt vielleicht zurück? Oder legen wir einfach erstmal Renegade Crisis? Fühlt sich auch nicht gut an. Also Trestle Throw bleibt ja eh zurück als 4-7er. Mhm, genau. Da kommt ja eh nicht viel durch. Ja. Insofern kann man doch All-Out-Aggro spielen. Mit wie viel Angriff kommen wir denn rüber? 5, 9, 15. 15 Schaden sind es schon. 15 und er ist auf 18. Ja. Der Gegenangriff sollte uns nicht töten. Aber mit einem guten Spell von ihm könnte das auch schon recht schnell gehen. Also selbst wenn er zum Beispiel unser Team wegtappt, dann macht er 5, 9, 11 und er hat schon 2 Lobber Crews. Oh ja. Ja. Das ist ganz schön knapp. Vielleicht ist es besser, die Renegade Crisis zu legen nächste Runde. Ich meine, wir verlieren ja nicht so viel, eine Runde zu warten. Eigentlich, umso länger das Spiel dauert, umso besser wird es doch für uns, oder? Wir verlieren ein bisschen was gegen die Lobber-Crew, aber ansonsten nichts. Genau, aber wir machen jetzt auch 2 mit dem Tower Drake. Und dann enttappst du jetzt auch nicht. Das ist halt das Blöde, weil wenn wir mit der Renegade Crisis... wenn wir die Renegade Crisis legen, haben wir das Burst of Strength Mana nicht. Ja, genau. Also wir müssen eigentlich den Burst of Strength jetzt casten. Okay. Alles ein bisschen komisch. Huh. Ja, ich find's schwierig. Also Collective Blessing, Angriff mit allen ist all in. Burst of Strength spielen, Collective Blessing und nur mit Tower Drake und Slytherhead angreifen ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Play. Dann lassen wir den Gorgon zurück, oder ja, was? Ja, weil dann können wir fast nicht verlieren. Mhm. Also dann aber auch Burst of Strength jetzt machen. Auf das, weil einfach weil es vom Mana passt. Ja. Aber dann trotzdem nicht angreifen mit dem. Oder mit dem Slytherhead nicht. Eins von beiden. Ja, ist natürlich, wenn es wirklich was ist, was uns alles wegtappt, also Gridlock oder sowas wie ein Teleportal oder so, können wir halt nicht besiegen dann. Nee, Teleportal sind wir tot gegen. Das können wir aber wirklich nur besiegen, wenn wir den Gorgon irgendwie zurückhalten und offen halten. Ich glaube, ja. Das würde nur gehen, wenn wir halt irgendwie jetzt die Crisis legen und selbst dann ist es ja nicht toll. Es ist ja nur so, dann sind wir nicht ganz so tot. Ja. Und wir racen halt schlechter dann. Vor dem Guildmatch habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Angst. Also so schlimm ist das alles nicht. Alles okay. Da haben wir ein besseres Late. Ja, wir haben ja jetzt keine Aktivierung hierfür. Nee. Tower Defense. Mit einem extra Grün wäre das auch ein Gameplan. Schauen wir mal, ob das resolved, ne? Ach so, das ist natürlich auch eine Option, dass der nicht resolved. Unentschieden wieder angreist? Der Gorgon macht halt mehr Schaden. Ja. Ich würde aber trotzdem den Slytherhead zurückhalten. Okay, dann so. Also, das ist mir sonst zu gefährlich. Ich meine, wenn er es jetzt anfängt, defensiv zu spielen und nicht mit allen angreift, dann ist ja schon alles okay. Ja, Arrows of Justice. Kein schlechter Spell hier. Aber auch noch okay. Ja, wir hatten halt das Mana nicht, um da jetzt irgendwie großartig noch Tower Defense Action oder sowas zu machen, ne? Oder ein weißes für +0/+1. Das hätte ja auch schon gereicht. Stimmt. Aber da hätten wir das Guildgate offenhalten müssen, ja. Aber das hätten wir nicht gehört. Nee, wir haben ja nur eine weiße Quelle. Ah ja, das stimmt. Ja gut, ich meine, jetzt hat er schon mal einen Instant gezeigt, der zwar nicht schlecht war, aber auch nicht irgendwie tödlich. Wir sind auf 12, es gibt jetzt halt Izzet Spells, die uns töten, aber insgesamt müsste es gehen.
So, jetzt kommt hier der Comet, dann schauen wir mal, womit er angreift, ne? Hat schon mal nicht das Weiße aktiviert vom Thunder Fist. Also es hängt jetzt sehr viel davon ab, ob er halt irgendwie Spells hat für den Flux Charger oder so, ne? Aber das ist doch jetzt super für uns, da ja. freuen wir uns doch total. Auf jeden Fall. Das heißt, jetzt greifen wir ein bisschen an, gucken mal, was er macht. Haben wir die Tower Defense offen. Und wir können, ja, jetzt können wir auch mit beiden angreifen, oder? Achso, jetzt so 10 zu machen, ist irgendwie gar nicht so toll, ne? Ich würde einfach mit dem Gargon angreifen. Dagegen hat er auch einfach keinen guten Block. Und also, dann legen wir Crisis, oder was? Ja, außer wir müssen tatsächlich Tower Defense, weil ich aber nicht glaube. Also gegen Death Touch, da wird ja einfach alles gedeath-touched. Aber er macht eventuell so einen Soldier-Token auch, ne? Ach, er jumpt einfach. Aha, deshalb wird es mit beiden angreifen, weil er einfach mit Soldier-Token jumpt. Ja. Und für den Slitherhead hat er halt auch keinen guten Blocker. Wir müssen ein bisschen Druck machen, finde ich. Also mit beiden angreifen. Ja, ja, das können wir uns schon erlauben. Ich meine, wir wissen ja nicht, wofür er seinen Mana offen gehalten hat. Kann natürlich jetzt auch Totally Lost auf Collective Blessing kommen oder so. Das wäre ziemlich fies. Da hat er wahrscheinlich das Weiße nicht getappt für den Guildmage. So, wir können den mit der Gorgonenfähigkeit töten. Den Soldier. Das ist gut, meines Erachtens. Wir können aber auch... Wobei, wenn der Slitherhead stirbt und wir 2 Marken kriegen, dann ist es richtig gut, den Guildmage töten zu können. Aber wir können halt auch, wenn er mit dem Thunderfist den Slitherhead blockt... Dem -1/-1 geben. Also wenn er jetzt zum Beispiel so nicht... Also wenn er so jetzt einfach Charm blocken würde und 4 nimmt, dann weiß ich gar nicht, ob es so wichtig ist, den Gorgon zu aktivieren. Ja, und der selbst wird natürlich auch noch schwächer. Nee, lass ihn einfach blocken. Weil wenn ich jetzt den Soldier wegmache und dafür stimmt unser Slitherhead, das ist ja auch irgendwie blöd. Ja, je mehr Kreaturen wir haben, desto besser. Also ich denke, er wird jetzt jumpen mit dem Soldier. Und der Flux Charger blockt. Ja, den töten wir doch, oder? Dann lassen wir jetzt erstmal das Damage, den Damage ja. resolven. Das spricht ja dafür, dass er auch keinen Instant oder Sorcery mehr hat, ne? Das hätte er die getauscht, oder wie? Also ich töte den auf jeden Fall. Ja. Also nur Weapons, Charge und so Kram rettet den jetzt, aber das ist okay. Nicht wirklich, oder? Dann wird er doch... Hat doch 4 Schaden genommen, also wenn er jetzt die Power Toughness switcht, dann ist er auf jeden Fall tot. Ja. So, dann können wir jetzt die Crisis legen. Und die ist ja auch die ist ja auch absolut massiv groß. Ja, und also jetzt glaube ich nicht mehr, dass wir sterben, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht mehr dran, wo er den Flux Charger jetzt verloren hat. Diese Lopper Crew ist aber immer noch insane. Ja, also Teleportal ist immer noch sein Out, ne? Und das reicht doch? Ich glaube schon. Das sind jetzt nur noch... Also dann hätte er nicht geblockt, hätte er das im Deck. Ist doch immer noch tödlich, oder nicht? 6, 7, 8, 9, 10... Ah, okay, jetzt fehlt ein Damage. Aber er ist ja auch noch nicht tot, also wir haben es dann noch nicht gewonnen hier. Ja. Müssen vielleicht gleich schon den Cluestone opfern. Wenn wir nichts zu tun haben, auf jeden Fall. Ich finde so, was unser Deck macht, sind schon gute Sachen, oder? Also so, ist vielleicht nicht so ein klassisches Limited-Deck, aber unsere Splashes waren jetzt in diesem Spiel absolut... entscheidend. Also ein bisschen greedy sein für Collective Blessing muss richtig sein. Die Karte ist ja abstrus stark. Und der Gorgone, habe ich gesagt, dass der super ist. Ah, okay. Das ist interessant. Ja, das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, glaube ich. Weil er hat immer noch keinen Angriff. Er sitzt halt nur mit der Lobber-Crew da. Und wir haben ja immer noch sehr viele Sachen, die sehr gefährlich sind für ihn. Das ist doch cool, oder? Das kostet genau 5. Dann haben wir die Tower Defense noch offen. Der hier evolved. Ja, es ist natürlich blöd, dass wir den +1/+1 auf dem Gorgon verpasst haben, aber ist auch ziemlich egal. Dann spielen wir den jetzt erstmal. Warum? Wegen Evolve. Aber der kann ja eh nicht dann kann Achso, ja, aktiv. Ja, das ist richtig. Der ist super sneaky, das macht er.
Und dann können wir wieder ein bisschen angreifen hier. Ja. Und mit Tower Defense passiert uns auch gar nichts. Na gut, also unser Gegner macht schon ganz gute Sachen dafür, dass wir Collective Blessing im Spiel haben und immer noch tot sind gegen diverse Karten von ihm. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass es jetzt gleich reicht, um ihn zu töten, ne? Wir haben jetzt hier drei Blocker. Hat er gerade den Lava-Crew vergessen? Kann sein. Das wäre natürlich naiv. Ja, nicht aktiviert. Vor allem, wenn er ein Gridlock oder sowas im Deck hat, dann ist das der eine Schaden. Ja, wir können ja noch einen Lebenspunkt verhindern, also einen Schadenspunkt verhindern mit dem Gorgonen. Er macht's aber auch ein bisschen komisch, oder? Also hat er nicht eben auch schon mal mit seinem 1-5er in unsere Reach-Kreatur angegriffen? Ich weiß es nicht. Ja, hat er. Gut, da hat er aber auch noch ein Damage mit geforced. Nee, ich meine in dem Zug, als er den Thunderfist auch noch hatte. Da hätte er meiner Meinung nach mit beiden angreifen können. Das wäre der Zug gewesen, wo wir ihn mit Burst of Strength fertig rausgenommen hätten. Das macht noch nichts. Jetzt bin ich gespannt. Hat er also doch irgendwelche Tricks, obwohl er seinen 1-5er so... Vielleicht hat er das auch übersehen, dass der 1-5er stirbt? Wie stark ist der jetzt? 7-6. Lass mal einfach Tressetor sterben, oder? Ich glaube auch. Ich hatte überlegt, ob wir den mit allen blocken. Aber ist auch nicht so cool. Mit erst Tower Defense spielen, oder was? Ja. Nee, auf keinen Fall. Hat er sich das jetzt so ausgedacht, dass er überlebt? Ich glaube ja nicht. Also die sind doch alle tödlich, oder? Ja. Und er hat einen Blocker zu wenig. Nee, geht mit. Ja, aber ich habe den Gorgon. Ja. Das heißt, wenn er sich dafür austappt, also quasi austappt, dann reicht es nicht. Und er hat nur noch eine Handkarte, ja, angegriffen. Also man könnte halt auch einfach, der Phantom hat ja so quasi Vigilance und dann mit Tower Defense einen Blocker haben, aber ich glaube, angreifen mit allen ist erstmal eine gute Sache. Das Play hat man ja immer noch. Ja. Also das ändert sich ja dadurch nicht. Wenn er jetzt nicht gerade irgendeinen Fog-Effekt gegen uns hat, dann... Fies. Jetzt hat er diesen weißen, ne? Prevent all damage and gain life in Höhe der Anzahl der Kreaturen im Spiel oder sowas. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Ja, ich fand das gar nicht so einfach zu spielen. Vom Timing des Collective Blessings vor allen Dingen. Ja, das ist ja dann der Moment, an dem man anfängt aggressiv zu spielen und das war sehr kompliziert. Gut, man kann auch sagen, man legt das Blessing und dann hofft man, dass der Gegner einen schon nicht töten kann und irgendwann wird das Blessing schon das Spiel gewinnen, ne? Ja. Aber man will seinen Gegnern ja auch nicht zu viele Draw-Steps geben an der Stelle. Okay, wir sind also im Declare Blockers. Dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Mit dem tödlichen Slitherhead vielleicht. Wobei, wenn er jetzt hier was bouncen könnte, dann müsste er ja eine teure Kreatur bouncen von uns. Okay, soweit ist noch alles akzeptabel. Gut, wir passen natürlich, weil wir einfach Lethal Damage hier haben. Ah, cool. Auf uns macht das? Ja, gehe ich von aus. Hart. Das resolved. Ja. Ich glaube, dann brauchen wir einen Blocker, ne? Nächste Runde. Mit Phantom und Tower Defense. Aber also so richtig brauchten wir es nicht, oder? Also es ist ganz nett, es zu haben, aber... Ja, und dann willst du Gorgon, ist damit ja auch immer noch offen. Aber er muss ja immer noch top decken. Ja, das stimmt. Ich frage mich, ob man jetzt irgendwie sowas macht wie Upkeep Tower Defense.
Wegen Counter? Wenn er einen Counter hat, dann hat er ja nicht gewonnen. Ja, das stimmt. Gibt's eigentlich nichts, ne? Counter-Target-Spell. Ah, nee, aber es gibt den Essence-Backlash, aber der ist doch Kreaturen. Das wäre witzig. Ja. Ja. Ja, Essence-Backlash wäre blöd, weil man dann was spielt, was ihm das Spiel gewinnt. Das könnte sogar sein mit Scatter-Arc und Annihilating Fire oder so. Ne, dass man das spielt und dann macht er Scatter-Arc und dann tötet er einen mit Annihilating Fire. Ja, gut. Also Explosive Impact wäre lethal gewesen. Genau, das hätten wir eh nicht countern können. Ja, hat er sich noch gut gewehrt, ne? Ja. Aber hat er dann gereicht. Runde 2 kommt sofort.